Wir reißen jetzt die Mauer der Gehaltsungerechtigkeit ein. Wir verstoßen die gläserne Decke. Es ist 5 vor 12. Wir müssen etwas ändern. Aufwärmen! Ich bin Hebe, 2015. Wir haben viel erreicht. Wir werden noch vieles ändern. Ja, heute ist der Tag, an dem Frauen erst jetzt das gleiche Gehalt von Vorjahr verdienen, was die Männer eigentlich am 31.12. letzten Jahres hatten. Das finden wir ungerecht, deswegen stehen wir hier und deswegen setzen wir ein Zeichen. Ja, das ist heute hier eine tolle Aktion zum Equal Pay Day in Hannover. Wir stehen dafür, dass wir endlich dasselbe verdienen wollen wie Männer. Das gilt übrigens für alle Positionen. Im an- und ungelernten Bereich haben wir über 22% Lohnlücken und im Führungsbereich auch. Deshalb stehen wir dafür, dass wir endlich für gleiche Arbeit und gleichwertige Arbeit vor allen Dingen auch gleiches Geld verdienen wollen und endlich gemeinsam mit den Männern Silvester feiern und nicht wie heute am 20. März, sondern das gleiche Geld verdienen. Und darum geht es heute. Ja, das Equal Pay Day Bündnis 2015 ist nicht das erste Zusammenkommen dieser Frauen. Wir sind schon seit 4 Jahren aktiv in Outdoor-Aktionen. Vorher gab es ein Team, das Indoor-Konferenzen organisiert hat. Wir hatten aber die Idee und auch den Wunsch, nach draußen zu gehen und die Leute zu erwischen, die wir nicht so einfach in einer Indoor-Konferenz erreichen. Wir sind hier für die gleiche Bezahlung von gleichwertiger Arbeit von Männern und Frauen. Und dieses Bündnis ist hier in Hannover für ganz Niedersachsen aktiv, ganz, ganz breit aufgestellt. Wir haben Gewerkschaften dabei, zum Beispiel den DGB und die IGBCE und Verdi. Wir haben Bildungseinrichtungen dabei, wir, die Friedrich-Ebert-Stiftung, aber zum Beispiel auch die Stiftung Leben und Umwelt. Wir haben die Stadt und sozusagen Einrichtungen und Institutionen dabei, die für Gleichstellung arbeiten. Die Landesarbeitsgemeinschaft hat Gleichstellungsbeauftragte in der Region Hannover, die Landeshauptstadt, den Landesfrauenrat und noch viele, viele mehr. Und wir sind gemeinsam hier heute auf dem Kröpke, um für die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen zu kämpfen. Bei wunderschönem Wetter und mitten in der Sonnenfinsternis.